Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Jo, ich fahre jetzt mal gucken, was die Bauern so im Laufe der Zeit angepflanzt haben. Anbaukontrolle, ich muss ja auch die Qualität prüfen, die sie da angebaut haben. Und zwar fahre ich jetzt mal erstmal bei die Ludwig. Mal gucken, was der so angebaut hat. Qualität, ne? Muss ja ein bisschen im Auge behalten hier. Gut. Schauen wir mal, ob die schon nüchtern sind hier überhaupt hier. Keiner da hier oder was? Keiner da oder was? Da muss man mal gucken. Gibt's ja nicht. Sind die denn alle? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Hallo? Hab ich jemand? Hallo? Sind ja heute alle taub hier? Hallo? Läuft denn hier einer rum, der Hammer Hallo schreit hier? Ja, seid ihr alle taub hier heute? Macht doch mal das Ding aus! Wo bist du denn? Ja, hier, Schneiderlein sitzt hier im Traktor und rührt sich nicht. Wo schreist du denn rum? Ich bin auf dem Feld hier. Am Ackern, wie immer. Wo denn? Hier, auf der 9. Was ist denn dein Azubi da am Schlepper? Pennt der oder was? Der macht Pause. Ich dachte, der ist am Arbeiten. Ja, der hat mich angeguckt wie ein Honigkuchenpferd und ja, oder ein Panda. Ach Gott, oh Gott. Unglaublich. Moin! Olafblume, guten Tag. Wie sieht's denn aus hier bei euch hier? Meier Brothers. Ne? Was sagt Ludwig? Habt ihr die Sauferei gut überstanden? Was? Der Bruder ist nicht da, schon läuft es hier. Ah, ich wollte gerade fragen, wie ihr die Sauferei überstanden habt. Euren Friedenssuff. Ja, mit dem, hundertprozentig, oder? Wir sind die besten Kumpels jetzt hier im Ort. Ah, prima. Ja, man kann ja nicht immer das Kriegsball rausholen, ne? Nee, das geht nicht. Aber was ich immer sagen, der kennt sich noch gar nicht. Ich fahre normalerweise immer so im Jahr mal gucken, was die Bauern so anbauen. So während der Saat, vor der Saat, in der Saat. Weißt, damit ich weiß, was ich so anbaue, was ich so einkaufen muss. Hm? Wie die Qualität ist einfach. Also so ein bisschen Qualitätskontrolle. Habt ihr euch schon viel angebaut, oder? Also ich bin hier gerade am Weizensehen. Zwei Felder. Aha. Ist das hier auch euch, ne? Nee, das ist nicht unser. Weiß doch gar nicht, warum hier so ein Stück fehlt, keine Ahnung. Ja, jetzt rein, so reingefahren oder schlecht angesät oder nicht gekeimt, keine Ahnung. Sieht sehr stückelig aus. Ja. Oder irgendwelche Käfer drin, Krankheiten, keine Ahnung. Nur in diesem Stückchen, ne? Sieht nicht gut aus, ne? Ja. Naja, wenn ich würde es um reinkaufen, kein Problem. Ja, hast du keins, was der jetzt am Keimen ist, wo er bei Erwachsenen ist, nix, ne? Ne, das ist auch nicht unser Feld hier, das gehört ja der Stadt, ne? Mhm, gepachtet, ja, weiß ich. Okay. Was macht deiner Azubi da unten? Ja, da muss ich gleich mal gucken gehen, wenn du sagst, der schläft. Ich hätte ihm eigentlich gesagt, er soll das Silo unten leer fahren, damit wir da Platz haben, aber... Der fragt euch, er steht auch vor dem Silo, aber nur er hat sich nicht bewegt, keine Ahnung. Ja, ich guck gleich mal nach ihm da unten. Alles klar. Dass er einen Herzinfarkt hat oder so. Ja, bist schlecht. Das wird doch fehlen. Ich bin ja ganz alleine auf dem Hof. Ich weiß doch gar nicht, wo mein Bruder sich rumtreibt. Also ich, wenn ich ihn kenne, würde ich mir irgendwo in Waldwegen rumgucken, idyllische Hochsitze oder sowas. Ja, der ist bestimmt wieder auf der Jagd oder so. Ah, das kann doch sein, ja.
Aber im Suff? Er schießt er dann besser, ich weiß es nicht. Und das ist eine gute Idee, wäre es. Nicht, dass er sich selber noch erschossen hat. Ja, ne? Das fehlt noch. Ach so, ja. Hier, unser Bürgermeister kennst du auch, ne? Ja. Der kriegt jetzt nur einen vorgesetzt. Nein, wer denn? Da kommt. Ja, der. Da war schon mal was, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Der sollte schon mal vorgesetzt oder der war mit irgendwo hin zu so ein Gespräch im Nachbarort, weißt du, hier Stadt und tralala oder was weiß ich, wie das heißt. Und jetzt hat er mir eben erzählt, der wird das hier hinziehen. Gottes Willen, wer ist denn das? Da bin ich aber mal gespannt. Blum heißt der, kann ich mir gut merken, weil ich ja Blume heiße. Ah, Verwandtschaft von dir? Nee, ich heiße ja Blume, der heißt Blum. Ja, nur ohne hat er nur ohne E. Geheiratet und hat jetzt eh verloren. Ohne er hat eh verloren unterwegs, ja. Falsch geschrieben oder so. Nee, auf jeden Fall, er muss dann seine Polizeiausbildung ein bisschen mehr identifizieren, also ein bisschen intensiver da machen, irgendwie sowas. Okay, und dann kriegen wir hier einen neuen Polizisten, oder was? Genau. Polizisten Aha. und Bürgermeister, der wahrscheinlich auch durchgreift, da bin ich mal gespannt hier. Ja, da bin ich aber auch mal gespannt. Wieder mal Zeit, dass hier wieder Recht und Ordnung herrscht, ne? Ja, der soll auch bei der BGA oben mitarbeiten. Und die gehört der Stadt, ne? Okay. Kannst du dem Lüttlicher Bescheid sagen? Ist der BGA oder was? Der neue? Nee, der soll kommen. Er fährt den irgendwann abholen zum Flughafen, hat er gesagt. Oh, okay. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Ich höre mich mal um da, was da genau. so, wie kannst der du, so drauf ist. Kannst du dem Lüttlicher Bescheid sagen, hätte der den recht anflaumt hier, da hat er recht Minuspunkte. Ja, auf jeden Fall, da muss der Ludwig sich zusammenreißen. Ja, genau, das ist wichtig. Ich fahre jeden jetzt mal ein bisschen Bescheid sagen, dass die Leute sich darauf einstellen können. Auf jeden Fall, wir müssen einen guten Eindruck machen. Ne? Richtig. Ich bin ja auch ein Gemeinderat, da muss ich mal ein bisschen... Ja, du kennst den ja wahrscheinlich schon so ein bisschen näher. Nee, oder? ich kenne ihn gar nicht. Nein, ich habe nur vor längerer Zeit, da musste der Jupp mal dahin, weil da war irgendwas schief gelaufen oder keine Ahnung, da hat er dann so einen Rüffel gekriegt. Und das muss der Bürgermeister sein, der über ihm, keine Ahnung, wie das dann nennt, Stadtrat, keine Ahnung. Und der ist jetzt... degradiert oder keine Ahnung. Ja, ist ja nicht so wichtig, was mit den anderen ist, aber wichtig ist, dass wir einen neuen kriegen, ne? Ja, und deshalb kommt der. Wir haben auch keine Wahlmöglichkeiten. Wir dürfen jetzt nicht neu wählen oder so, der wird direkt vor die Nase gesetzt. Einfach entschieden, zack, Bauch fertig. Ja, genau. Ja, weil wir jetzt größer sind, hier sehen wir mehr Dorfeinwohner und deshalb ist das jetzt so entschieden worden. Ja, okay, dann ist es halt so, dann heißen genau. wir den neuen herzlich willkommen und fertig, ne? Genau, den müssen wir dann mal fragen, ob wir vielleicht irgendwann mal eine Feuerwehr einbauen könnten hier. Weil ja auch mehr Leute jetzt sind, dann müsst ihr normalerweise vielleicht, kriegen wir dann Fördermittel und so, müssen wir gucken. Ja, du bist doch im Stadtrat, das kannst ja, du doch bestimmt das, mal... Ne? Ja, letztes Mal waren zu wenig Leute. Ach, zu wenig Leute, aber wir schauen mal, wenn der neue da ist, dann genau. kriegen wir es bestimmt hin. Ja. Okay, ja, da will ich den Ding aufhalten, ne? Alles klar, Olaf, ne, ich wünsche dir was. Jo, mach's gut. Ciao. Mach das ordentlich. Ich will Qualität haben nachher. Natürlich. Okay, tschüss. Ciao. So, über den Zaun. Hep. Oh, das war ein Sprung. Der war gewaltig. Alter Falter, was macht der denn da? Schnell weg hier. Wieder so viel Mist hier liegen. So. Kein Kühner. Und weiter geht die große Reise. Erstmal zum LU. Hier geht's hin. Gucken, wo The Master of Disaster ist. Von LU.
Ja, Ole. Er ist draußen. Yes? Hallo? 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 Ja. Ah, bist du wach geworden am Schlepper? Ja. Ja, ja. Ja, ich war eben von der Zeit bei dir, da war keiner ansprechbar. Da bin ich bei deinen Ausbilder gegangen. Aber hat sich alles erledigt, alles gut. Eine Frage an Sie. Ja. Brauchen Sie Silage? Moment, da muss ich mal gucken. Silage? Ob ich die einkaufe? Warum verkauft er die denn? Weil unser Silo randvoll ist. Ja, aber ich kann nicht viel bezahlen. Ich sag mal, 200 Euro bezahle ich pro 1000. Das müsste ich noch mit meinem Chef abreden, ob... Ja. Da geht. Genau, dann fragen Sie mal nach, dann komme ich vielleicht ein, zwei Wagen holen oder so. Okay. Kein Problem. Alles klar, tschüss. Tschüss. Wo ist denn hier der Lohner? Wo ist er denn? Der Lohner muss der irgendwo sein hier. Mal anrufen hier, muss er irgendwann rumtouren. Moin, wer hier? Jo, ich bin bei eurem Hof, sag mal, wo seid ihr denn? Wir sind gerade Lohnauftrag ernten hier bei uns. Bei euch auf dem Acker oder seid weiter weg? Nee, bei uns auf dem Acker, direkt neben dem Silo. Flurstück 84 ist das. Wieso? Ich bin bei euch im Hof. Ja? Um Ernte ist gut, ja. Kann ich mal gucken. Ach so, auf der anderen Seite von der Halle. Ah, ja, ja. Ich komme. Seid ihr beide da, oder was? Nee, ich bin heute alleine. Die anderen, die haben Urlaub. Ah, okay, ja. Sind schön im Sommer, während ich hier ernte. Ja, das ist ja schön. Ja, das trifft sich gut. Ich gucke ja immer nach der Qualität, die ich so einkaufen soll. Oh, das ist gut, ja. Ja, ja. Ja, das ist gerade Raps, den wir hier ernten. Ja, ja, das ist so. Naja. 100% gedüngt habt ihr nicht überall, ne? Nee. Das ist ein bisschen, aber hat man Probleme mit dem Streuer. Ja, ja. Ich hab mir den gerade neu und da muss der halt nochmal eingestellt werden. Ja, das ist immer dann blöd, wenn. Dann wächst das unterschiedlich reif. Naja. Ja, aber. Sind die alle so, die Felder, oder sind nur das hier? Das weiß ich nicht. Ich hab. Da war ein anderer Kollege zuständig. Hm. Jetzt sind sie ja reif und jetzt kann ich eh nichts mehr ineinander. Jetzt ist es zu spät. Das stimmt, jetzt ist es zu spät. Aber steht schön hoch hier. Ja, das stimmt. Die, ja. Die Ähren, die sind auch ganz dick hier, die Bohnen. Ja, ja. Wenn die jetzt auch gleich. Gut Ernte, also reif sind, dann ist alles gut, ja. Ja, ich lager die ein und gucke ich mal auf der in der App, wenn der Preis ein bisschen höher ist und dann. Ja, nee, der muss nieder sein, dann musst du bringen, nicht wenn er hoch ist. Doch, doch, wenn er hoch ist. Nee, nee, ich brauch das nieder. was ich schon sagen wollte, sagt dein Kumpel auch Bescheid, wir kriegen einen neuen Bürgermeister. Also ach, der. Ey. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Der Jupp kriegt einen, also er, ich weiß nicht genau, ob er jetzt auch Bürgermeisterfunktion bleibt. Er bleibt auf jeden Fall im Gemeinderat, soll sich aber polizeilich weiterbilden. Ich habe von so einem Oberbürgermeister. Genau, richtig. Ach, da hast du auch schon gehört. Aber ja. Der Jupp soll aber im Gemeinderat bleiben, so viel ich da mitgekriegt habe, soll aber dann deine Polizeiarbeit da ein bisschen mehr fördern und der soll dann hier Polizist spielen. Ja, wer hat sich das denn ausgedacht? Keine Ahnung. Aber wir müssen aufpassen, der Bürgermeister, da muss alles hier tipptopp laufen, ne? Der darf überhaupt keinen schlechten Eindruck kriegen von uns, nicht, da muss alles top laufen, ne? Das machen wir da keine Probleme, wenn der Bürgermeister kommt. Ne? Ja, nee, so nicht. Also Ständen geht gar nicht. Das kann man nicht bringen, nein. Ja. Nee, das geht gar nicht. Nee, mal gucken, weil vielleicht ist er ja ganz okay. Aber ich wollte schon mal alle vorwarnen, ne, dass irgendeiner da ins offene Messer läuft oder so. Das wäre schlecht, wenn da irgendeiner da reinrennt. Ja, das wäre schlecht für uns. Ja. Das sieht immer schlecht aus. Naja, das kriegen wir auch in den erziehen wir auch so, wie wir den haben wollen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wie er ist, vielleicht kann man auch hier und da mal ein Bierchen mit ihm trinken oder so, mal schauen. Ja, dann müssen wir mal wie damals, wo der Jansen. Ja. Neu gekommen ist, mal eine große Feier ausmachen. Dann müssen sie mal einen ausgeben hier vom Landhandel. Natürlich. Ja, vom Gemeinderat.
Ja, ich gehe mal aus der Gemeinde. Von der Stadt, ja, das ist genau, noch von der Stadt. Ja, da kostet keiner was, ne? Ja. Das stimmt. Ja, okay. Dann, ja. Ach so, ich habe so Flecken bei mir im Feld. Habt ihr da irgendwas vergessen? Hier, ja, so ein paar Dreiecke. Ich glaube, da hat der Arbeiter nicht gut gearbeitet. Aber ich habe gehört, ihr kriegt auch demnächst ein neues Führungspersonal hier, ne? Ja, das sieht so aus. Ja, okay. Also ja. Da wird sich auch einiges ändern hier bei uns. Ja, muss ja auch. Wir haben auch vor, kräftig noch zu investieren. Mhm. Oh, das hört der, wie heißt der jetzt noch, der Händler, der wie heißt der noch? Ja. Der Mauer. Der Mauer, das würde er gerne hören. Das hört er immer gerne, wenn wir da hinkommen. Und zu dem brauche ich heute nicht, weil der hat auch kein Getreide für mich. Ich verbinde das ja nur so mit meinem Getreidetour hier. Sonst. Ja, erstmal. Macht ja keinen Sinn. Gut. Naja, dann, ich muss weitermachen, bevor das Wetter umschlägt. Genau, das wäre schlecht. Ja. Und dann, wenn dann nass wird, dann ist Qualität komplett hin. Ja. Alles klar, bis dann. Jo, ciao. Ciao. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns labern wollt, kommt bei unserem Teamspeak vorbei. Steht also in der Videobeschreibung. Und bis dahin, sagen wir, ciao. Ciao.